Ihnen? Ja. Frau Professor Breinsack ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Davor lehrte sie am King's College in London. Sie ist international ausgewiesene Expertin für Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologiepolitik und in Beratungsgremien tätig. Unter anderem berät sie die Europäische Kommission zur Ethik neuer Technologien. Breinsack ist Mitglied der britischen Royal Society of Arts und der Academia Europaeae. Ihr aktuelles Buch Vom Wert des Menschen ist ein Leitfaden für das Sozialsystem von morgen, bei dem die Frage im Mittelpunkt steht, wie viel ist der Mensch in Zeiten der Digitalisierung und tiefgreifender Umbrüche noch wert? Nach Frau Breinsack werde ich das Wort an Sie richten. Danach folgt Dr. Florian Wackolbinger. Florian Wackolbinger studierte Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwissenschaft und angewandte Ökonometrie, promovierte 2007 im Bereich experimentelle Ökonomik. Nach der Promotion und Kurzaufenthalten am DIW Berlin und der Johannes Kepler Universität in Linz wurde er selbstständiger Wirtschaftsforscher bei der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung GAW in Innsbruck. Er ist vorwiegend in der Entwicklung mikro- und makroökonomischer Simulationsmodelle tätig und hat den Umsetzungsvorschlag der Generation Grundeinkommen, den wir Ihnen heute präsentieren, detailliert untersucht. Abschließend, bevor wir dann Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wird noch Herr Professor Schneider das Wort an Sie richten. Friedrich Schneider war bis 2017 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Linz. Er gilt als Experte auf dem Gebiet der Schattenwirtschaft. Friedrich Schneider war Mitglied in vielen Beiräten, wie dem Advisory Board der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Seit 2006 ist er Forschungsprofessor am DIW Berlin. Im Oktober 2015 erfolgte die Aufnahme als Mitglied in die Europäische Akademie der Wissenschaften. Forschungsinteressen sind Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und umweltökonomische Fragestellungen. Er ist Autor von über 80 Fachbüchern und zahlreichen Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich darf beginnen mit Frau Dr. Breinsack. Bitte sehr. Ja, guten Morgen auch von mir und danke an Helmut Pape und die Generation Grundeinkommen dafür, dass wir uns heute zusammenbringen. Ich spreche, wie Herr Pape schon gesagt hat, ja nicht für den Verein. Ich bin sozusagen ein unabhängiges Partikel hier. Ich habe, wie Helmut Pape netterweise auch schon gesagt hat, mich eigentlich in erster Linie mit Fragen der Gesundheits- und Technologiepolitik beschäftigt und kam über Umwege zum Grundeinkommen. Ich war auch, das sage ich offen dazu, ich war lange Zeit keine Befürworterin des Grundeinkommens und ich glaube auch jetzt nicht, dass das Grundeinkommen eine Wunderwaffe ist, aber ich glaube, und das hat meine Beschäftigung mit dem Thema in den letzten Jahren zumindest mich überzeugt, dass es aus unterschiedlichen Gründen, und auf die möchte ich hier ganz kurz eingehen, aus unterschiedlichen Gründen ein Lösungsvorschlag ist, der gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist zu diskutieren. Ich möchte vielleicht mit einer Zahl beginnen, die zeigt etwas relativ Erstaunliches, nämlich, und ich habe das jetzt auch in den Chat gestellt, falls Sie das sich selbst ansehen möchten, in den 3,5 Monaten zwischen März und August 2020, also seit dem Beginn der Corona-Krise in Österreich und im Spätsommer, ist die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Österreich um 7 Prozentpunkte etwa gestiegen und ungefähr im gleichen Maße ist die Skepsis der Personen, die dagegen sind, gesunken. Es ist natürlich jetzt zu früh, daraus große Schlüsse zu ziehen. Aber etwas, was auffällt bei diesen Zahlen, ist, dass die Menschen, die neuen Befürworterinnen und Befürworter sind. Und wir können uns in dem Corona-Panel-Projekt das genau ansehen. Das Corona-Panel-Projekt ist ein Projekt, das an der Universität Wien unter anderem von Bernhard Kittel geleitet wird und an dem ich auch beteiligt bin. Wir schauen uns wirklich, wir interviewen sozusagen oder wir befragen dieselben Individuen in unterschiedlichen Zeiträumen. Wir nehmen also nicht nur zweimal eine repräsentative Stichprobe, sondern es sind tatsächlich dieselben Menschen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer die Menschen sind,
die die neuen Befürworterinnen und Befürworter sind, sind das eigentlich durchwegs Menschen, die sich jetzt nicht um ihre eigene finanzielle Zukunft unmittelbar Sorgen machen, die sich nicht eigene finanzielle Vorteile versprechen von einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern das sind durchwegs Leute, die von sich selbst sagen, dass sie mit ihrer finanziellen Situation im Haushalt eigentlich ganz gut zurechtkommen. Die Generation X sind in erster Linie und die relativ gut ausgebildet sind. Was schließen wir daraus? Wir können da hier natürlich auch nur sozusagen plausible Erklärungen anbieten und das nicht jetzt beweisen, aber wir schließen daraus, dass es durchaus möglich ist, dass die Corona-Krise jetzt auch bei manchen Menschen ein Umdenken ausgelöst hat, in Richtung eines Verständnisses eines Grundeinkommens auch als Solidarität mit anderen Menschen. Eben aufgrund der Tatsache, dass diese Menschen ja auch nicht unbedingt selber profitieren würden. Und das ist durchaus, also diese Interpretation wäre durchaus auch durch die anderen Daten, die wir da im Corona-Panel erhoben haben, gestützt, wo wir sehen in verschiedenster Hinsicht, dass die Solidarität der Österreicherinnen und Österreicher mit den anderen Menschen im Land relativ hoch ist. Trotz aller Skepsis natürlich und trotz aller Sorge, dass es auch größere Fragmentierungen in unserer Gesellschaft gibt. Gut, warum ist das Grundeinkommen mit Solidarität verbunden? Weil wir sehen, und gerade auch wenn wir uns das finnische Beispiel ansehen, das finnische Grundeinkommensbeispiel, das wird ja immer ins Treffen geführt als Beweis dafür, dass das universelle, bedingungslose Grundeinkommen nicht funktioniert hat. Das ist natürlich so nicht richtig, weil das finnische Experiment kein universelles Grundeinkommensexperiment war. Es war ein Experiment, in dem man Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit waren, im Zufallsprinzip hat man 2000 ausgewählt und hat es mit einer anderen Gruppe verglichen, die auch in Langzeitarbeitslos waren. Man wollte diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt bringen. Und man hat sich gedacht, dass ein Grundeinkommen dafür besonders gut geeignet ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das war in der Höhe von 560 Euro in Finnland, also unter der Existenzsicherung. Man hat sich erwartet, dass aufgrund der Tatsache, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja nicht sinkt, wenn das Erwerbseinkommen steigt, das ist bedingungslos, das bleibt. Und Sozialtransfers aber oder auch Arbeitslosengeld sinken würden, wenn das Erwerbseinkommen steigt, dass man auf diese Weise die Menschen in Finnland wieder in die Erwerbswelt bringt. Und in der Hinsicht war das Experiment tatsächlich nicht erfolgreich. Also es waren nicht wesentlich mehr Menschen in der Interventionsgruppe, die jetzt wieder eine Erwerbsarbeit gefunden haben, als in der Kontrollgruppe. Aber was das finnische Experiment gezeigt hat und was auch Experimente in Kanada gezeigt haben und in anderen Ländern, ich möchte hier auch in das wirklich wunderbare, kleine, aber feine Projekt von Karl Immervoll im Waldviertel verweisen. Die Menschen fühlen sich gesünder, physisch, psychisch. Und es gibt auch ein Buch in Deutschland jetzt dazu, das beschreibt, wie es Menschen geht, den Grundeinkommen erhalten haben von 1.000 Euro im Monat in Deutschland. Menschen fühlen sich gewürdigt. Und das ist auch das, was mein Buch versucht. Mein Buch heißt Vom Wert des Menschen. Das ist sozusagen, könnte man sagen, fast ein Kategoriefehler. Menschen haben ja Würde und keinen Wert. Aber der Titel des Wertes wurde absichtlich gewählt, weil oft das Argument ist, dass heute viele Menschen am heutigen Arbeitsmarkt keinen Wert mehr haben, weil sie nicht die richtigen Fähigkeiten haben und so weiter. Und auch hier, und damit möchte ich dann schon auch meinen kurzen Impuls schließen, auch hier gibt es Vorschläge von Menschen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, die in erster Linie mit der Würde argumentieren. Die sagen, eine bedingungslose Zahlung jeden Monat, so viel, dass man sich ein bescheidenes Leben leisten kann, ist ein Zeichen der Würde aller Menschen. Luise Haag, die Politologin, die in York lehrt, sagt immer, Subsistenz, also das Geld, das man für ein bescheidenes Leben braucht, ist oder muss in reichen Gesellschaften ein Menschenrecht sein. Und das Grundeinkommen ist sozusagen ein Zeichen der Würdigung und des Wertes aller Menschen. Die Experimente haben gezeigt, ganz kurz, dass die Menschen tatsächlich sich gesünder fühlen, psychisch, physisch, und dass das Grundeinkommen, hier gibt es vorsichtige erste
Auswertungen, dass das Grundeinkommen auch dabei helfen kann, politische, sozialgesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen und indirekt dadurch und vielleicht auch, das ist die Hoffnung, da gibt es keine harten Zahlen dazu, auch wieder es Menschen erleichtert, in die Erwerbsarbeit einzusteigen. Warum? Weil man sich wieder sozusagen traut, unter die Leute zu gehen und so weiter und so weiter. Es gibt auch offene Fragen, ganz klar. Es gibt die Fragen natürlich der Finanzierung, da werden jetzt meine Kollegen auch darüber sprechen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Ich präferiere, also meine eigene Präferenz wäre eher ein Modell, das über Einkommenssteuern und Vermögensbesteuerung finanziert. Aber es gibt sehr gut durchgerechnete andere Modelle. Wir werden auch von einem hören. Offene Fragen sind natürlich die Finanzierung. Offene Fragen sind auch die sogenannte Herdprämie. Ja, was tut das in einem Land, wo die Geschlechtergerechtigkeit jetzt nicht wirklich super ist, um das mal flapsig zu sagen, wird man dann vielleicht Frauen sagen, so, jetzt kriegst du ein Grundeinkommen, jetzt kümmerst dich um Kinder und Verwandte. Das ist auch ein ungelöstes Problem. Und die Frage der Einführung natürlich, die in meinen Augen eine phasenweise Einführung sein sollte, weil es gibt noch kein einziges Land, in dem das bedingungslose Grundeinkommen universell eingeführt wurde. Und wir müssen hier, glaube ich, auch Daten, die es einfach noch nicht gibt, generieren. Wir müssen phasenweise einführen, wir müssen beobachten und evaluieren, um dann auch nachjustieren zu können. Gut, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegen. Vielen Dank, Frau Dr. Preinsack. Ich werde jetzt als nächstes einen kleinen Input geben zu dem konkreten Vorschlag, den die Generation Grundeinkommen, ein Verein, der 2017 gegründet wurde und der sich gerade mit verschiedenen anderen Grundeinkommensbewegungen um ein Volksbegehren in Österreich und auch um eine europäische Bürgerinneninitiative auf EU-Ebene zum Thema Grundeinkommen bemüht, präsentieren. Grundeinkommen für mehr Arbeit in Österreich ist der Titel unserer heutigen Präsentation und ich möchte heute mit meinen Expertenkolleginnen das Missverständnis aufklären, Grundeinkommen wäre gegen Arbeit. Der erste Grund für dieses Missverständnis speist sich aus der gegenwärtigen Logik unseres sozialen Sicherungssystems. Der heutige Ansatz sieht für Unterstützungsleistungen vor, dass sie ab einem geringen Zuverdienst gestrichen werden. Damit geht einher, dass die Aufnahme gering bezahlter Tätigkeiten keinen ökonomischen Sinn ergibt. Wer durch offizielle Erwerbstätigkeit kaum mehr Einkommen erzielt als ohne, muss durch Sanktionsdrohungen dazu gedrängt werden. Aus dieser Systemlogik heraus sind Slogans wie »Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein« überhaupt erst zu verstehen. Wird das bedingungslose Grundeinkommen also mit einer Art sanktionsfreien Mindestsicherung verwechselt, ist es logisch, dass die Zahl jener, die nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, sich erhöhen wird. Wir betonen, dass jede Grundsicherung die Bedürftigkeit, also das Fehlen von Zuverdienst, prüft. Bei einem Grundeinkommen jedoch hätten alle einen stabilen Sockel, auf dem sich Großes aufbauen lässt. Das bedingungslose Grundeinkommen würde also niemals gestrichen, egal wie viel Zusatzeinkommen erzielt würde. Jeder Euro mehr wäre ein Euro mehr als Grundeinkommen, was dem Credo einer Leistungsgesellschaft perfekt entspräche. Daraus folgt der zweite Grund, warum Grundeinkommen explizit für Erwerbsarbeit ist. Da alle schon mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zum Arbeitsplatz kämen, wären Firmen von der Verantwortung befreit, für die gesamte Existenz ihrer Mitarbeiter zu sorgen. In Betrieben und Projekten würden fortan lediglich die Zusatzeinkommen erwirtschaftet, die Menschen über das Grundeinkommen hinaus erzielen wollen. Damit ist auch wichtig, dass die Höhe des Grundeinkommens ein ganz entscheidender Faktor ist. Nämlich endlich könnte man von Teilzeitarbeit leben und diese daher auch annehmen. Erwerbsarbeit ohne Armut dank Grundeinkommen verbessert nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Grundeinkommen ermöglicht es auch, wichtige Arbeit zu erledigen. Bedenken Sie insbesondere, wie schwer es heute immer mehr Gemeinden, Vereinen, Hilfsorganisationen oder Rettungskräften fällt, drängende Aufgaben anzupacken. Zusammengefasst wird das Dilemma der Politik in folgendem Bild. Es ist heute für hunderttausende Menschen schwierig,
aus dem Sozialsystem in eine passende Anstellung zu gelangen, da der wirtschaftliche Mehrwert nicht selten geringer ist als der zusätzliche Aufwand. Gleichzeitig ist es insbesondere für Kleinstunternehmen schwierig, einen fair entlohnten Arbeitsplatz zu schaffen, da mindestens das Doppelte des Nettoeinkommens an Personalaufwand anfällt. So widersprechen einerseits das Sozialsystem und andererseits das Steuersystem dem Ziel der Regierung, Arbeitslosigkeit zu senken und Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt stehen wir also genau an dem Punkt, an dem das Grundeinkommen vor allen anderen Gegenargumenten scheitert. Es lässt sich nicht einführen. Denn als Grundsicherung prüft es die Bedürftigkeit und schadet so dem Arbeitsmarkt, da bei Aufnahme von Erwerbsarbeit Einkommensverlust droht. Im Prinzip das heutige System. Und als zusätzliche Geldleistung für alle, auch Erwerbstätige, wäre ein Grundeinkommen zwar einfach in der Administration, doch über erhöhte Steuern wieder einzuheben, damit der Staat in dem nächsten Monat es erneut an alle ausschütten könnte. Da Steuern aber ihren Weg in die Preise finden, würde Österreich zu einem Hochpreisland, was einerseits die Exportwirtschaft und andererseits den Tourismus stark gefährden könnte. Wir präsentieren als Generation Grundeinkommen nun eine Alternative zu diesen zwei Sackgassen. Wir nennen unseren Ansatz die umwandelnde Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Sie finden dazu die Erklärung samt Schaubildern in der heute veröffentlichten Broschüre Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen, aber wie? Und natürlich in Kurzform in der Pressemappe. In den verbleibenden 3 Minuten meines Statements möchte ich die umwandelnde Einführung kurz umreißen, da sie die eigentliche Neuigkeit für Sie, geschätzte Vertreterinnen der Presse, ist. Die umwandelnde Einführung besteht aus 2 Schritten, Umwandlung und Verhandlung. Im Schritt 1 der Umwandlung werden alle heute bestehenden Einkommen um den Grundeinkommensbetrag gekürzt und durch das bedingungslose Grundeinkommen im selben Augenblick wieder erhöht. Wer vor dieser Umwandlung weniger als das Grundeinkommen an Lohn, Pension oder Unterstützungsleistung erhalten hat, wäre durch diesen ersten Schritt allein schon besser gestellt. Der 2. Schritt, Verhandlung, dient der Anpassung an die neuen Verhältnisse mit Grundeinkommen und erfordert die neue Vereinbarung aller Dienstverhältnisse für beide Seiten. Ein Beispiel für den in unserer Untersuchung angenommenen Betrag von 1.000 Euro monatlich für die Höhe des umwandelnden Grundeinkommens. Angenommen, Sie arbeiten als Redaktionsassistenz angestellt 20 Wochenstunden für eine Tageszeitung und erhalten dafür 11.000 Euro im Jahr als Nettoeinkommen, dann würde durch den ersten Schritt Umwandlung Ihr Nettoeinkommen zunächst auf 0 Euro sinken. Bitte nehmen Sie als Voraussetzung an, dass dieser Vorgang durch einen Gesetzesentwurf, dem die Bevölkerung in einer Volksabstimmung zugestimmt hat, vollkommen legitim wäre. Sie hätten also Ihr bedingtes Einkommen für 20 Wochenstunden von 11.000 Euro in ein bedingungsloses Einkommen von 12.000 Euro im Jahr, ebenfalls netto und inklusive Krankenversicherung, umgewandelt bekommen, egal ob Sie weiterhin als Redaktionsassistenz 20 Wochenstunden arbeiten oder nicht. Dies führt nahtlos zum 2. Schritt, der auch heute vor jeder Aufnahme eines Dienstverhältnisses zu klären ist, der Verhandlung aller Arbeitsbedingungen, insbesondere der Entlohnung. Neu wäre, dass Sie dann als Teilzeitkraft ohne ein attraktives Angebot jederzeit ohne finanziellen Verlust gehen könnten und dadurch gleich viel Verhandlungsmacht, wie die Arbeitgeberinnen hätten, einer Vereinbarung zuzustimmen oder nicht. Damit möchte ich mein Statement zum Thema Grundeinkommen für mehr Arbeit in Österreich abschließen und an Dr. Florian Wackolbinger weitergeben, der sich mit dem für dieses Grundeinkommenskonzept nötigen Steueraufkommen und den daraus resultierenden Folgen auf das Preisniveau beschäftigt hat. Vielen Dank. Ja, wie Helmut angekündigt hat, ich darf unsere Studie zum Vorschlag, den Helmut Pappe gerade skizziert hat, vorstellen, einige Ergebnisse vorstellen und möchte aber vorausschicken, unsere Studie ist eine erste Annäherung.
an das Thema. Es hat damit zu tun, dass das Grundeinkommen, die Einführung eines Grundeinkommens, sei es jetzt wie im Modell von Helmut Pappe skizziert oder auch jedes andere Grundeinkommensmodell, das auch denkbar wäre als Alternative, eine sehr, sehr große Systemänderung ist. Und beobachten und in Modellrechnungen bzw. in Simulationsmodelle, wie wir sie betreiben, in unserer Gesellschaft einfließen lassen, kann man aber nur das, was man in der Vergangenheit beobachtet hat, nämlich relativ kleine Veränderungen. Es ist sehr, sehr problematisch, von den beobachtbaren kleinen Veränderungen auf eine sehr große Veränderung zu schließen. Also es ist noch eine erste Annäherung einfach unserer Studie, aber dennoch unter diesem Vorbehalt einer ersten Annäherung. Was wäre das Resultat? Wie groß wäre der Finanzierungsbedarf, wenn man es so einführen würde, wie Helmut Pappe gesagt hat, mit einer Konsumsteuer, das ist auch wichtig, mit einer Konsumsteuer, also keine Einkommensteuern mehr. Alle Einkommensteuern werden abgeschafft und in eine Konsumsteuer übergeführt. Das heißt, also eine Mehrwertsteuer, die dementsprechend, weil sie eben alle anderen Steuern auch beinhaltet, dementsprechend mehr, wesentlich mehr Volumen hat. Wenn man das so einführt, finanziert durch eine Einkommensteuer. Und so wie Helmut Pappe gesagt hat, zunächst in der Einführungsphase werden alle Erwerbseinkommen um den Grundeinkommensbetrag gekürzt und dann neu verhandelt. Da haben wir zwei Szenarien aufgespannt, zwischen denen wir glauben, dass die Wahrheit irgendwo liegt. Also das eine Szenario ist, wer eben die Situation nach der Einführung direkt mit den gekürzten Einkommen, also die Einkommen werden gekürzt und bleiben auch gekürzt. Das wäre das eine Szenario. Und das andere Szenario wäre aber, die Erwerbseinkommen werden zwar in der Einführungsphase des Grundeinkommens gekürzt, danach wird aber sofort und mehr oder weniger sofort nachverhandelt. Die Leute sind nicht bereit, zu diesen gekürzten Löhnen zu arbeiten und die Löhne bewegen sich wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück. Das sind also diese zwei Szenarien, wo wir glauben, dass diese beiden Szenarien die Möglichkeiten begrenzen, die, wenn man es tatsächlich einführen würde, irgendwie eintreten würden. Okay, also Szenario 1, die Einkommen bleiben gekürzt. Das ist, wenn man so will, das erfreulichere Szenario. Weil, was ist da der Fall? Der Finanzierungsbedarf ist da, der zusätzliche Finanzierungsbedarf beträgt in diesem Szenario laut unseren Rechnungen eben unter Annahmen, dass sich das Konsumverhalten nicht ändert und dass sich auch das Erwerbsverhalten nicht ändert. 28 Milliarden Euro beträgt da der Finanzierungsbedarf. Der ist deswegen, der zusätzliche Finanzierungsbedarf, der ist zwar relativ groß, aber im Sinne einer Einführung des Grundeinkommens noch relativ gering. Warum ist er relativ gering? Weil der Staat die Gehälter seiner Angestellten, und der Staat hat nicht wenige Angestellte, er hat 700.000 Angestellte in Österreich, die Gehälter seiner Angestellten darf er kürzen und er darf auch die Pensionen kürzen, weil ja das Grundeinkommen diese ersetzt. Also das wäre genau dieses Szenario, das Helmut Pappe da anskizziert hat. Also er darf das kürzen, er hat also weniger Finanzierungsbedarf, weil er die Löhne kürzen darf. Er hat natürlich einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf, weil er das BGE, das Grundeinkommen, auszahlen muss an alle. Und wichtig auch, es werden sonst keine Sozialleistungen oder sonst keine Aktivitäten des Staates gekürzt, außer mit Ausnahme von den Haushaltstransfers, die durch das Grundeinkommen ersetzt werden. Beispielsweise Familienbeihilfe oder Kinderbetreuungsgeld oder auch die Notstandshilfe oder die Mindestsicherung. Das sind alles Transfers, die ja durch das Grundeinkommen gewissermaßen obsolet werden, weil ja die Leute eh durch das Grundeinkommen versorgt sind, die jetzt möglicherweise in der Gegenwart diese Transfers beziehen. Das heißt also, 28 Milliarden zusätzlich müssen an Steuermitteln generiert werden, die werden über eine Konsumsteuer, eine Exportgütersteuer auch und gegebenenfalls auch Energiesteuern, Vermögensteuern und so weiter hereingebracht. Und die Frage ist, wenn man jetzt von einer Konsumsteuer, ein wichtiger Punkt, der zweite vielleicht, wenn man jetzt von einer Einführung eines Grundeinkommens mit Konsumsteuer spricht, dann muss man sich insbesondere das Preisniveau der Konsumgüter anschauen, denn die Konsumsteuer wirkt eben insbesondere stark auf das Preisniveau. Das hat damit zu tun, eine Einkommensteuer, die könnte auch die Nettoeinkommen reduzieren, dann würde man zwar in den Preisen auch etwas sehen, aber eben nicht so stark. Und bei der Konsumsteuer gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, wenn ich mehr Geld brauche, dann muss es über die Preise, über die Konsumgüterpreise muss es irgendwie durchschlagen. Da ist es so, dass in diesem erfreulichen Szenario 1 es so wäre,
dass die Preise, die Konsumgüterpreise im Durchschnitt gleich bleiben. Sie bleiben nicht jeder einzelne Preis, es wird nicht jedes einzelne Konsumgut den gleichen Preis nachher haben wie vorher, aber im Schnitt bleiben die Konsumgüterpreise gleich. Das wäre also Szenario 1. Nach der Einführung des Grundeinkommens bleiben die Löhne auf demselben gekürzten Niveau, wie sie eben bei der Einführung gekürzt werden. Das zweite Szenario ist aber, die Löhne und auch die Pensionen gehen wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück. Die Löhne und Pensionen gehen wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück. Was bedeutet das? Der Staat hat wieder einen größeren Finanzierungsbedarf, weil die Löhne, die er selber ausbezahlt an seine Angestellten, wie auch die Pensionen, werden wieder höher. Und auch jetzt im Sinne des Preisniveaus auch die Löhne, die die Unternehmen natürlich auszahlen, die werden im Schnitt auch wieder höher. Was hat das für Folge? Einerseits der Finanzierungsbedarf steigt auf 55 Milliarden. Es muss also mehr Geld über die Steuern reinkommen, finanziert werden. Und gleichzeitig die Besteuerungsbasis für die Konsumgüterpreise steigt. Und man müsste dann in diesem Szenario mit einem Preisniveauanstieg von ungefähr ein Drittel, also die Preise wären um ein Drittel höher. Wie gesagt, unerfreuliches Szenario, weil das eben das Szenario ist, das eben dann die negativen Effekte hätte, die auch Helmut Pappe schon angesprochen hat. Wir wären dann ein Hochpreisland. Die Frage ist, wohin bewegt sich das System? Eher zum erfreulichen Szenario 1 oder zum nicht erfreulichen Szenario 2? Da ist eben, wie gesagt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, noch weitere Forschung nötig, um das genauer zu ergründen. Meine Vermutung jetzt an dieser Stelle wäre, in einer kurzfristigen Betrachtung bin ich eher, ehrlich gesagt, weniger optimistisch. In der kurzfristigen Betrachtung würde ich sagen, wir bewegen uns eher Richtung Szenario 2, denn die Position der Arbeitnehmer wird ja durch das Grundeinkommen gestärkt. Langfristig ist es nicht so schlimm. Langfristig würde ich denken, dass das Preisniveau nicht so stark steigen wird, aus folgenden Gründen. Erstens, langfristig Pensionen gibt es in einem Grundeinkommenssystem gibt es keine Pensionen mehr. Das heißt, die Pensionen, die jetzt noch ausbezahlt werden, wenn man sehr langfristig denkt, dann werden die immer weniger, weil immer weniger auch Beiträge ins Pensionssystem eingezahlt werden. Das heißt, auch die Auszahlungen sinken. Auch Leute dann einfach sterben, wenn man so salopp formulieren darf, die jetzt Pensionen beziehen. Also wirklich eine sehr langfristige Betrachtung. Zweitens würde ich denken, dass auch die Konsumgewohnheiten sich ändern. Das ist etwas, was sehr schwierig zu ergründen ist, aber ich denke, sie würden sich ändern und es könnte durchaus dazu kommen, dass dann das Preisniveau, das durchschnittliche Preisniveau nicht mehr so stark ansteigt wie in unserer ersten Annäherung. Also kurzfristig weniger optimistisch, langfristig schon eher optimistisch. Dass es also gelingen kann, ein Grundeinkommen einzuführen ohne sehr, sehr große Preissteigerungen. Das wäre es von meiner Seite vorerst. Ich bin dann natürlich gerne bereit, Fragen zu beantworten. Danke, lieber Dr. Wackolbinger. Ich darf das Wort weiterreichen an Professor Schneider. Bitte das Mikrofon einschalten. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich möchte zusammenfassen und ein bisschen den Bogen spannen zur aktuellen Corona-Krise. Wir sehen ja jetzt in der aktuellen Corona-Krise, wie Kollegin Reinsack ja schon gesagt hat, die Stimmung dreht sich. Diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, egal wie es jetzt nun ausgestaltet ist, gewinnt an Popularität bei den Wählern, Steuerzahlern und hält auch in den politischen Kreisen Einzug und wird dort mehr und mehr diskutiert. Das ist was Positives und wir sehen ja auch in der Corona-Krise, dass viele sehr unkonventionelle Maßnahmen getroffen wurden, die jetzt sehr notwendige und ich befürworte, dass Hilfe für die Gastronomie und die Kunstbetriebe aus Grund von 80% des Umsatzes des vergangenen Jahres November 19. Das bekommen alle und alle, die einen Umsatz gemacht haben, bekommen es auch bedingungslos. Ja, wir müssen doch sehen, dass wir bei den Hilfen in der Corona uns in Milliardenbeträgen bewegen, die sicherlich die Frage der Finanzierung eines Grundeinkommens in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wie läuft hier bis jetzt Sozialhilfe? Mit viel Kontrolle. Wir haben auch jetzt schon in vielen Bereichen sehr hohe Sozialtransfers, aber und zusätzliche Leistungen des Staates, aber
mit zum Teil auch beträchtlichem Aufwand in der Verwaltung, in der Auszahlung. Und wir haben ja in der Corona-Krise gelernt, dass das nicht immer so schnell und so gut funktioniert. Daher mein Plädoyer, warum nicht mal einen anderen Weg? Warum nicht mal eine viel einfachere Lösung? Gerade als liberaler Marktwirtschafter ist das eine sehr einfache Lösung. Jeder kriegt es keine Kontrolle und das ist doch ein wesentliches Ziel. Und in diesem Bereich sehen wir jetzt zum einen, die Selbstverwirklichung kann voranschreiten, zum anderen, der Arbeitsanreiz ist gewahrt und im Gegenteil wird für viele sogar erst leichter möglich gemacht, weil die Grundsicherung da ist und die eigene Verwirklichung könnte auch wesentlich besser gelingen, gerade für viele Kleinunternehmer, für Kleinbetriebe, die zumindest jetzt mal aus den größten Ängsten, Nöten und Sorgen befreit werden. Was fordere ich daraus? Eine viel offenere Diskussion. Ich bin Wissenschaftler und bin gewöhnt, Kritik. Es sollen diese Studien in der Luft zerrissen werden, kritisiert werden, aber auf einer sachlichen, positiven Grundlage. Und dann kann man sehen, ob das alles so utopisch ist oder ob es doch nicht einführbar wäre. Und um das zu beschleunigen, ist diese offene Diskussion notwendig. Und es wären viel mehr Feldexperimente notwendig, die von staatlicher Seite in einzelnen Bundesländern durchgeführt werden, dass wir wirklich auch solide Evidenz haben, geht der Arbeitsanreiz zurück oder bleibt er sogar voll erhalten oder steigt er sogar? Es sind viele Dinge, die wir noch nicht genügend wissen, die wir sozialwissenschaftlich erforschen können. Und dann haben wir eine solide Basis und dann kann man sich durchaus überlegen und die anderen Probleme auch angehen, ob diese Idee wirklich nur reine Utopie ist, was ich nicht glaube, sondern auch durchaus realisiert werden könnte. Das wäre mein kurzes Statement. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schneider. Ich darf jetzt die Fragerunde eröffnen und habe im Vorfeld von Frau Sommersacher vom Ö1 Mittagsjournal ein paar Fragen in den Chat gestellt bekommen. Sie hat Probleme, sich also mit einem Mikrofon hier zuzuschalten. Die erste Frage war, ich verstehe noch nicht, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen mehr Arbeit, / Arbeitsplätze schaffen soll. Ja, das Experiment in Finnland war auf Arbeitslose beschränkt. Aber da blieb trotzdem die Wirkung am Arbeitsmarkt aus. Ist das nicht eine Widerlegung Ihrer These, Grundeinkommen schafft Arbeit? Und gab es irgendwo Versuche, die bewiesen haben, was Sie versprechen, nämlich, dass das Grundeinkommen mehr Arbeit schafft? Die Finanzierung ist mir ebenfalls unklar. Man würde alle Einkommensteuern etc. mit einer Konsumsteuer ersetzen. Das reicht. Ich darf Sie, Frau Sommersacher, auch ein bisschen auf unsere Broschüre, wo wir auf diese Themen etwas genauer eingehen, verweisen. Die ist allerdings recht umfangreich, beinhaltet auch die Studie mit fast 100 Seiten. Ich möchte ganz kurz diese beiden Thesen, weil ich sie ja aufgebracht habe, dass es mehr Arbeit bringt, nochmal kurz erläutern. Es ist tatsächlich so, dass jetzt die Aufnahme von Arbeit, wenn man aus der Erwerbsarbeitslosigkeit sich herausbewegt, eine Art Work-Disincentive ist, weil ja bestehende Unterstützungsleistungen ganz oder teilweise gestrichen würden. Das bedeutet also, dass die Erwerbsarbeit entweder sehr inspirierend oder deutlich besser bezahlt werden müsste als die derzeitigen Unterstützungsleistungen, um eben diesen Motivationsgedanken noch wirken zu lassen. Und der zweite Punkt betrifft natürlich die Selbstständigkeit. Also frisch gegründete Unternehmen tun sich mit dem ersten Mitarbeiter, der ersten Mitarbeiterin natürlich am schwersten, weil hier der Sprung, ein Arbeitgeber zu werden, oft der größte ist. Möchten Sie vielleicht etwas ergänzen, Herr Professor Schneider? Nein, ich würde sagen, also das finnische Experiment hat schon sehr deutlich auch gezeigt, dass von 3 von 10 in ihre Zukunft in einen eigenen kleinen Betrieb investiert haben. Wäre das fortgeführt worden, das ist ja durch eine politische Entscheidung und Machtwechsel sozusagen abgedreht worden, wären hier durchaus auch positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu sehen gewesen.
Florian Walk-Holminger und zwei andere und ich haben im Jahr 2010 ein großes Feldexperiment durchgeführt, in dem wir explizit die Arbeitseinreize bei einem bedingungslosen Grundeinkommen untersucht haben und haben hier festgestellt, dass wenn ich es auf 100 Leute normiere, nur ganze 20 weniger arbeiten würden, aber ungefähr 40 gleich viel arbeiten würden und 30 mehr arbeiten würden. Also hier haben wir einen eindeutig positiven Effekt, weil es eben, das war in meinem kurzen Statement auch wichtig, andere Voraussetzungen schafft, selbstständig zu werden, zum Beispiel, oder einen neuen Beruf zu erlernen. Also diese ganzen Fragen können eine positive Dynamik auslösen. Und daher ja mein Schlussplädoyer: Machen wir in Österreich ein Feldexperiment. Das ist kostenmäßig bei den Kosten, die wir jetzt eh ausgeben müssen, locker zu bewältigen. Und dann wissen wir es auch für unser Land noch wesentlich genauer. Vielen Dank. Ich darf jetzt das Plenum öffnen für Fragen von den aktuellen Teilnehmerinnen. Ich würde eigentlich gern antworten. Frau Freinsack. Also ich möchte mit der Frage von der Frau Sommersacher beginnen und anschließen an das, was Kollege Schneider schon gesagt hat. Also Frau Sommersacher, ich glaube, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es nicht versprechen kann, natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wie Herr Schneider gesagt hat, dass das Grundeinkommen Arbeit schafft. Was aber wichtig ist, und was mir auch wichtig ist, ist zu betonen, dass das Grundeinkommen weder mit der Erwerbsarbeit konkurrieren soll, noch die Erwerbsarbeit aushebeln soll, weil das natürlich auch ein Argument ist, das sehr häufig gebracht wird, dass man sozusagen sich wünscht oder es ermöglicht, dass die Menschen dann auf der faulen Haut liegen. Es gibt hier, und da möchte ich jetzt sozusagen nur nochmal das unterstreichen, was Kollege Schneider gesagt hat, es gibt erste Hinweise darauf, dass das finnische Experiment, wäre es länger gelaufen, auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gebracht hätte. Und es gibt zumindest keine Evidenz bisher, dass die Erwerbsarbeit zurückgeht. Mhm. Der große Vorbehalt ist natürlich, dass wir in keinem einzigen Land ein universelles, bedingungsloses Grundeinkommen gehabt haben. Das heißt, die gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Anpassungseffekte, wie wirkt sich eben auf die gearbeiteten Stunden aus, wie wirkt sich auch auf die Produktivität aus? Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, ein Grundeinkommen würde vielleicht nicht die gearbeiteten Stunden in der Erwerbsarbeit erhöhen, aber die Produktivität erhöhen. Das lässt natürlich jetzt andere Fragen unbeantwortet, aber alle diese Dinge kann man nur dann beobachten, wenn man ein universelles Grundeinkommen einführt. Und da wäre sozusagen jede Prognose in die eine oder in die andere Richtung unseriös, aber auch die Prognosen, die sagen, dass die Erwerbsarbeit zurückgeht. Es gibt keine Hinweise darauf. Und deswegen, und das ist jetzt auch schon die Frage nach der phasenweisen Einführung, und da hat der Kollege Schneider hat es als Feldexperiment bezeichnet. Das ist eigentlich genau dasselbe, was ich auch meine mit der phasenweise Einführung. Also wenn man jetzt, egal wo man das Endziel ansetzt, in der Höhe von 800 Euro, von 1000 Euro, von 1200 Euro, da gibt es ja unterschiedliche Vorschläge, dass man dann zum Beispiel in drei oder in vier Phasen mal mit einem geringeren Betrag beginnt. Das wäre jetzt mein Vorschlag, es gibt natürlich andere, und sich ansieht, wie sich das auf die Inflation, wie auf den Konsum, auf das Steueraufkommen auswirkt und dann evaluiert und unter Umständen nachjustiert und dann über die Phase 2, das wäre eine weitere Erhöhung, entscheidet. Die Alternative wäre ein Feldversuch, dass man sozusagen gleich, und das wäre das Modell der Generation Grundeinkommen, sozusagen gleich mit dem ganzen Grundeinkommen reingeht, aber im Modell der Generation Grundeinkommen würde man ja dafür die Erwerbseinkommen der Menschen reduzieren. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass man nicht von heute auf morgen den gesamten Betrag sozusagen drauf gibt auf das, was Menschen schon haben und dann sagt, so, das bleibt jetzt so für 20 Jahre. Also wir müssen sorgfältig evaluieren und phasenweise einführen.
Genau, da möchte ich noch einen Satz anschließen. Die Forderung, die wir auch in dem Grundeinkommens-Volksbegehren-Text erheben, ist, dass die Regierung bzw. das Parlament einen Grundeinkommenskonvent einberufen soll, wo all diese Fragen auch in der nötigen Tiefe und Ernsthaftigkeit erörtert werden können. Bitte um weitere Fragen. Frau Heubacher. Ihr Mikrofon noch. Also ich weiß ja immer, dass die Höhe so entscheidend ist. Jetzt hat ja unsere Soziallandesrätin eine utopische Höhe von 1000, also meiner Meinung nach utopische Höhe von 1700 Euro genannt, netto im Monat. Aber kann man das, können Sie es ein bisschen quantifizieren, dass man sagen kann, es soll auf jeden Fall ein Sockel sein und unter 1000 Euro, kann ich das so sagen? Da möchte ich vielleicht mit einem Satz beginnen und dann an den Dr. Wackolbinger weitergeben. Eine wichtige Erkenntnis, die wir im Untersuchen dieses Themas gefunden haben, ist, dass die volkswirtschaftlichen Kosten eines Grundeinkommens immer null sein müssen, weil sämtliche Steuern, die ein Staat einhebt, allein zu dem Zweck, es seiner Bevölkerung wieder auszuschütten, ist sozusagen ein Saldo von null. Damit ist also Ihre Soziallandesrätin nicht komplett disqualifiziert. Es macht allerdings einen Unterschied, wenn man die Außenbeziehungen betrachtet. Also wie würde Österreich mit so einem Grundeinkommen eingebettet in Staaten, die keines einführen, dastehen? Ich darf vielleicht weitergeben an Sie, Dr. Wackolbinger. Ja, danke. Stimmt natürlich, dass die volkswirtschaftlichen Kosten, kann man so sagen, die sind null, weil der Staat kann das natürlich, der kann auch 1700 Euro Grundeinkommen reinbekommen und wieder umverteilen. Die Frage ist nur, ist es gewünscht oder ist es irgendwie, kommt man dann in eine Situation mit Abgabenquoten, die schon wirklich sehr, sehr hoch sind. Wir haben jetzt eben für unser Modell, das Helmut Pappe skizziert hat, angenommen 1000 Euro für alle österreichischen, für die österreichische Wohnbevölkerung. Und da kommt man eben auf einen Betrag von 100 Milliarden Euro, im Schnitt 100 Milliarden Euro, ein bisschen weniger, den man jährlich ausbezahlen muss als Staat. Der also über den Staat, zusätzlich zu dem, was jetzt schon über den Staat läuft, abzüglich einiger Transfers, ja, die es dann nachher nicht mehr gibt, aber das sind nur wenige, die man dann drüber bringen muss, über den Staat sozusagen und wieder umverteilen muss. Also er hat also eine deutlich höhere, man hätte, wenn Sie so wollen, eine deutlich höhere Abgabenquote als jetzt. Wir haben dann in den Modellrechnungen gesehen, ganz so dramatisch ist es nicht, weil der Staat kann vielleicht Löhne kürzen. Es ist auch so, dass der Staat keine Lohnabgaben mehr, wenn man es über Konsumsteuer finanziert, dann spart sich also der Staat auch das Auszahlen der Lohnabgaben an seine Angestellten und so weiter und so fort. Das ist, man muss nicht ganz 100 Milliarden Euro, aber 50 Milliarden Euro, 55 Milliarden Euro haben wir ausgerechnet, wann die Löhne gleich bleiben, braucht man. Alles, was dann über diese 1000 Euro hinausgehen würde, würde da einfach obendrauf und hätte dann Auswirkungen, wenn man, je nachdem, ob man sie über Konsumsteuer finanziert auf das Preisniveau oder über, wenn man es über Einkommensteuer finanziert, dann halt nicht so sehr, nicht so stark aufs Preisniveau, sondern auf die Nettoeinkommen, die dann im Durchschnitt wahrscheinlich sinken würden. Das heißt also. Ich kann ganz kurz unterbrechen, bitte, weil ja. Die 1000 Euro bei der Wohnbevölkerung, das hieße dann, wenn eine vierköpfige Familie, was hat die dann? 4000? Na, das hängt auch wieder davon ab, was man sagt, gibt man den Kindern auch 1000 Euro oder gibt man den Kindern nur 500 Euro, wie es in unserem Vorschlag ist. Bei uns wären alle unter 18 500 Euro. Das, dementsprechend hätte eine vierköpfige Familie, wenn man sich zwei Erwachsene, zwei Kinder vorstellt, 3000 Euro. Mhm. Bei der, ich weiß jetzt nicht genau, was sich die Gabriele Fischer vorgestellt hat, da hat sich die, ein wichtiger Punkt ist nämlich auch noch zu beachten, hat sie die vorgestellt, dass jeder wirklich 1700 Euro bekommt, beziehungsweise gegebenenfalls Kinder weniger, einfach mal fix und egal, was man arbeitet, oder wird das Erwerbseinkommen angerechnet? Das ist mir, Sie haben ja gestern mit meinem Kollegen gesprochen, ich habe das mit ihm auch gesprochen, es ist nicht so ganz klar. Jedenfalls, das ist sie schuldig geblieben, in Wahrheit. Ja. Jedenfalls, also 1700 Euro ist eben schon, es ist nur um 70% mehr, als wir hier angenommen haben und
es ist schon finanzierbar. Ja. Finanzierbar ist es schon, da gebe ich Helmer und Pappe recht. Aber es wäre eben schon ein sehr, sehr hoher Preisanstieg zu erwarten und auch eine sehr, sehr hohe Abgabenquote. Genau, das heißt, wir haben diesen Vorschlag etwa in der Nähe der Realität, also wo heute Unterstützungsleistungen sind, gewählt. Das ist aber eine nur, wie soll ich sagen, willkürliche, wenn auch begründbare Höhe. Also das bitte als einen Diskussionsbeitrag zu sehen und nicht als Voraussetzung. So muss es sein. Ja, ich habe noch eine Frage im Chat gefunden von Frau Nora Laufer vom Standard. Es ist noch nicht ganz klar, wieso die Einkommen mit einem Sockel sinken sollen. Gehen wir von einem Nettoeinkommen von 2.000 Euro aus, dann würde der Sockel durch das BGE ersetzt werden, sagen wir 1.000 Euro. Dann würde das Unternehmen die restlichen 1.000 Euro übernehmen, richtig. Wieso sinkt das Einkommen dann? Ja, das ist etwas schwierig, nur über die Tonspur das zu erklären. Da darf ich vielleicht nochmal auf die Pressemappe verweisen. Es ist diese Idee der Umwandlung, dass also heute bedingte Teile Ihres Einkommens zu einem unbedingten Grundeinkommen werden und darüber hinaus werden eben neue Vereinbarungen getroffen. Das ist auch nur eine Art, ein Grundeinkommen einzuführen, zugegeben ein neuer Beitrag in der Diskussion. Aber um sozusagen die Denkräume zu erweitern, möchten wir hier einen Weg diskutieren, wie ein einzelnes Land, also ohne mit diesem Totschlagargument, das muss ja mindestens die ganze EU, besser noch die ganze Welt einführen, vorangehen kann. Herr Vogel von der Kronenzeitung schreibt, ob dieses Modell schon an politische Parteien herangetragen wurde und wenn ja, wie die Reaktionen waren. Also dieses konkrete Modell ist den politischen Parteien noch nicht bekannt, aber es gibt ja durchaus bereits in allen Parteien Beobachter des Themas. Vielleicht mögen Sie, Herr Professor Schneider, dazu was sagen, weil Sie ja in diesem politischen Diskurs auch schon eine ganze Weile involviert sind. Naja, wir müssen hier mehr Aufklärungsarbeit leisten und wir müssen eben sehen, dass wir Modelle und Vorschläge entwickeln, die diskursfähig sind im politischen Establishment. Und das wird ein langer Weg und da sind wir ja jetzt dabei, das zu tun. Und da müssen wir natürlich auch bereit sein, heiße Eisen einzupacken, wie das finanziert werden soll. Und ich meine, wir sollten auch auf die Frage von Frau Sommersacher nochmal eingehen, denn sie fragt ganz konkret, wie soll das finanziert werden? Ja? Und wie sieht das Steuersystem dann ja auch? Wie sieht das Steuersystem aus? Vielleicht kann gleich Florian Wall-Kolbinger das doch wirklich nochmal erläutern, dass wir auch hier auf eine eindeutige Antwort haben, bei aller Vorläufigkeit in der Berechnung. Mhm. Die Frage auch der Feldexperimente in Deutschland, läuft ja auch ein Feldexperiment, aber das läuft aufgrund von freiwilligen Spenden, kann man sich für ein Grundeinkommen für drei Jahre bewerben. Das wird sicherlich wichtige Ergebnisse bringen, wieder in Blick auf die Arbeitsanreize. Es ist eben die Frage, wie groß die Gruppe in Deutschland dann wird und ob sie tatsächlich aufgrund der Größe dann auch in verschiedene Bereiche hineingehend, Arbeitslose, Nicht-Arbeitslose, hohes, tiefes Einkommen etc., Aussagen machen können. Aber auch die deutschen Ergebnisse sind vielversprechend. Aber ich würde Florian Wall-Kolbinger bitten, noch mal ganz klar zu sagen, wie die Finanzierung aussieht, dass sich das in etwa bei unserem Vorschlag, der ist ja wesentlich tiefer, ja, der ist auch tiefer, gerade wegen der Frage, dass der Anreiz, sich selbstständig zu machen, zusätzliches Geld verdienen, wirklich auch gewahrt bleibt, wie der aussieht. Bitte, Florian. Ja, gerne. Also prinzipiell, weil ich die Frage gerade im Chat lese, also prinzipiell ist alles möglich, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Also entweder Einkommensteuer oder Konsumsteuer oder alle möglichen Mischvarianten wären denkbar, um das zu finanzieren. Ja. Was wir hier gemacht haben, in unseren Modellrechnungen ist es
ausschließlich über eine Konsumsteuer zu finanzieren. Die Konsumsteuer hat einfach gewisse Vorteile. Beispielsweise ist bei der Konsumsteuer klar, wo die Besteuerung anfällt, nämlich am Ort des Konsums. Und bei der Einkommensbesteuerung ist es nicht ganz so klar. Da ist es der Wohnsitz, aber was ist es? Und kann man den Wohnsitz vielleicht verschieben und dann irgendwie der Besteuerung entgehen, weil man eben offiziell woanders wohnt, als man eigentlich tätig ist und so weiter. Also dieses Problem wäre bei einer Konsumsteuer nicht schlagend. Die Konsumsteuer hat möglicherweise aber andere Nachteile. Aber wenn man es über eine Konsumsteuer finanziert, dann ist es schon möglich, das ausschließlich über eine Konsumsteuer zu finanzieren und keine Einkommensteuer zu haben. Nur die Konsumsteuer, man könnte auch Mehrwertsteuer dazu sagen, die dürfte dann natürlich nicht 20% sein, sondern die müsste jenseits von 100% sein. Und wir haben da auch einen Konsumsteuersatz von zwischen 110 und 120% ausgerechnet, der notwendig wäre. Großes Aber, was ich dazu sagen muss, diese 110 oder 120% fallen aber auf einen Nettopreis an, der wesentlich kleiner ist als gegenwärtig. Wieso ist er wesentlich kleiner als gegenwärtig? Weil in diesen Nettopreisen überhaupt keine Steuern mehr drinnen sind. Also die Einkommensteuern und alle möglichen anderen Steuern und Abgaben, Sozialabgaben insbesondere, die auf Arbeitseinkommen gegenwärtig anfallen, die sind ja jetzt auch schon in den Preisen drinnen. Auch wenn sie nicht direkt ausgewiesen sind, sondern da sind halt Lohnkosten in den Preisen drinnen und diese Lohnkosten sind natürlich brutto. Die sind nachher, also wenn man auf Konsumsteuer umstellen würde, dann wesentlich geringer, weil eben diese Lohnkosten nicht mehr anfallen. Man will ja alles über eine Konsumsteuer finanzieren. Und man hätte dann dementsprechend aber, weil man brauchte deswegen nicht weniger Geld, man brauchte, wie ich gesagt habe, sogar mehr Geld, man hätte dann einen hohen Konsumsteuersatz, der eben dann über 100% wäre. Aber möglich, denke ich, ist es, dass man es ausschließlich über Konsumsteuer finanziert. Es ist eine Frage des Steuersatzes. Wir sind jetzt schon fast bei 11 Uhr angelangt. Ich würde gerne, bevor ich die Panelisten noch um ein kurzes Abschlussstatement bitte, den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Presse ein Dankeschön, eine kleine Aufmerksamkeit in Aussicht stellen. Und zwar hat der Brandstätter Verlag, der das aktuelle Buch von Frau Professor Breinsack vom Wert des Menschen herausgebracht hat, zugesagt, allen, die mir dann ein E-Mail schicken mit einer Postadresse, das aktuelle Buch auch zuzusenden. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Und ich darf noch kurz um ein Abschlussstatement bitten und wieder mit Ladies First beginnen. Frau Professor Breinsack, Ihr Resümee. Ich halte es ganz kurz. Wir haben heute natürlich auch nur einige Themen herausnehmen können. Ich glaube, diese Themen sind gerade jetzt im Kontext der Corona-Krise sehr wichtig. Und was ich mir wünsche, ist eine Diskussion, die, so wie meine Kollegen auch schon gesagt haben, sachlich ist und frei von ideologischen Scheuklappen. Ich glaube, wir wollen letzten Endes alle dasselbe. Wir wollen eine gerechtere Gesellschaft und wir wollen etwas, was finanzierbar ist. Und in diesem Sinne hoffe ich auch auf weiteren Austausch zu dem Thema. Vielen Dank. Herr Dr. Vakolbinger, bitte. Ich darf vielleicht die Gelegenheit noch nutzen und eine Frage im Chat noch beantworten, weil die Generation Grundeinkommen schreibt, der Preis am Ende ist dann wesentlich höher. Das bezieht sich wahrscheinlich jetzt auf die Finanzierung durch eine 100%ige Konsumsteuer. Nein, muss nicht sein, dass der dann am Ende wesentlich höher ist. Die Konsumsteuer hört sich zwar astronomisch hoch an, aber es gibt eben ja auch keine Einkommensbesteuerung mehr, die in den Preisen drinnen ist. Und dementsprechend sind die Nettopreise geringer und es hängt dann jetzt sehr davon ab, wie sich die Löhne entwickeln. Es kann schon höher sein, muss aber nicht zwingend unbedingt höher sein, nur weil der Steuersatz höher ist. Das wäre das eine. Das andere ist, ja, ich möchte auch nochmal mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und schon nochmal darauf hinweisen, es ist vor der Einführung noch viel Forschungsarbeit nötig. Barbara Breinsack hat skizziert, wie es laufen könnte. Ich denke da in eine ganz ähnliche Richtung glaube, dass das noch notwendig wäre. Die jetzigen Analysen sind einfach noch vorbehaltlich dessen, dass noch mehr Arbeit getan gehört in dieser Richtung. Vielen Dank auch nach Oberösterreich und Herr Professor Schneider, Ihr Schlusswort bitte. Ja, ich möchte noch einmal mein Plädoyer wiederholen. Diskutieren wir offen und unvoreingenommen diesen Vorschlag.
lassen wir die Argumente pro und contra sprechen. Ich weiß, als ich vor 30 Jahren oder fast 40 Jahren angefangen habe zu forschen über das Thema Schwarzarbeit, da wurde mir vorgeworfen, kann man nicht messen, gibt es nicht, ist fantastisch, geht alles nicht, ist immer alles falsch. Heute ist es ein etabliertes Forschungsgebiet und es zeigt, dass man es zwar mit Fehlern messen kann, dass daraus wichtige wirtschaftspolitische Implikationen hervorgehen. Gehen wir doch einmal dieses Thema ohne Scheuklappen genauso an. Und schauen wir uns an, inwieweit wir hier tatsächlich eine Alternative bieten können, die wir jetzt in der gerade der schwierigen Corona-Zeit dringend für alle brauchen. Vielen Dank, Herr Professor Schneider. Auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön, liebe Vertreterinnen und Vertreter, dass Sie diesem Thema Ihre Aufmerksamkeit schenken. Wir werden noch viel Unterlagen produzieren und auch versuchen, Ihre Fragen bestmöglich zu beantworten. Wie gesagt, es läuft derzeit ein Volksbegehren, dessen Unterstützung Sie geben können, beziehungsweise eine europäische Bürgerinitiative zu dem Thema. Überall werden derartige Lösungsansätze gerade intensiv diskutiert. Und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, liebe Panelisten, ich darf euch vielleicht noch ganz kurz bitten, einmal ein Lächeln in die Videokameras zu werfen. Ich werde das ganz kurz mit einem Screenshot dann aufnehmen. Naja, gut. So, Florian, komm mal ein bisschen näher. Genau. Na, noch einmal. Noch einmal, ja. Dankeschön. Ja, auf gutes Gelingen und weitere gute Zusammenarbeit. Ich danke euch allen sehr herzlich für eure Zeit. Wer sammelt die Presseclips? Ja, wir haben ein Google Alert eingerichtet. Also wir sollten dann sehen, was aus diesem Meeting für ein Outcome ist. Also die erste Ankündigung war von der Frau Sommersacher jetzt ein Mittagsjournalbeitrag. Mal sehen, ob das auch tatsächlich erfolgen kann in der Kürze. Ist ja nur mehr. Den hörst du und nimmst den auf, weil ich kann nicht. Ja, gibt es ja in der Mediathek, wenn er wirklich erscheint, dann zum Nachhören. Gut. Super. Also, nochmal vielen Dank und Barbara, ich glaube, wir brauchen noch einen Austausch. Das mit der schrittweisen Einführung, das ist... Das ist sehr schwierig, Helmut. Helmut, das ist, ich glaube, das ist nicht schlecht, dass die Leute, also dass in der Debatte vorkommt, dass es mehrere Ideen dazu gibt. Schrittweise Einführung, ich bin ja nicht, wie du weißt, eine Anhängerin des Konsumsteuermodells. Ja, also noch nicht, sage ich immer. Nein, das wird, glaube ich, nicht mehr. Also ich bin ja dafür, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen und das Grundeinkommen durch eine phasenweise Einführung einfach so dazuzugeben und mit dem Erwerbseinkommen gemeinsam zu versteuern. Ja, und da könnte man das natürlich nicht von heute auf morgen mit 1.000 Euro machen oder auch 1.200. Ja, das ist schon klar. Also das sind dann natürlich auch Strategien, wie du dir überlegst, dass das in die Welt kommt. Ich habe nur eben in meinem Kopf ein ganz starkes Gegenargument gegen die schrittweise Einführung, weil ich ja auch immer sage, dass mit der Höhe der Freiheitsanspruch dem Individuum zuwächst. Und du kannst dir vorstellen, wenn dann so ein Einführungsschritt wie in Finnland ist, dass das quasi das Schlaraffenland von neoliberalen Kombilohnmodellen wäre. Weil dann ist in dieser Übergangszeit das Individuum noch nicht geschützt durch die volle Höhe, aber die Wirtschaft schon sehr unterstützt durch diesen Zusatzbeitrag. Also das müssen wir überlegen. Auch nicht. Also mit deinem oder mit eurem Modell ist das Individuum ja jetzt auch nicht geschützt, weil... Ja, bis es eingeführt ist, bleibt alles beim Alten und dann hättest du sozusagen eine Art Stichtag mit Vorbereitungszeit. Also wir haben immer die Metapher der Euro-Einführung, dass das entschieden wird und dann noch einige Jahre Vorbereitung braucht. Und dann gibt es einen Umstellungstag, der aber dann sofort alle erreicht mit einer Höhe, die auch diese Verhandlungsmacht distributiert. Ne? Weißt du, wovor ich mich da fürchte? Also ich sehe da einen Punkt, dass der Schutz gerade mit einer phasenweisen Einführung, und das wären bei mir dann sozusagen, wenn man es in drei Stufen macht, also so ungefähr ein Jahrzehnt, drei oder vier Stufen mit der entsprechenden Evaluierung und Begleitung. Ich sehe da einen Punkt des mangelnden Schutzes. Aber wovor ich mich fürchte bei eurem Modell,
ist, dass ich das nicht glaube, dass die Arbeitnehmerinnen dadurch nicht dass man die Arbeitnehmerinnen individuell und kollektiv dadurch nicht schwächt. Entschuldigung, darf ich mich da kurz einmischen? Bitte. Können wir diese Diskussion dann anderweitig fortführen? Dass wir das jetzt wirklich mal beenden. Gut. Dieses Meeting beende ich jetzt, weil es ist noch ein Pressevertreter mit dabei. Und alles Weitere dann bilateral. Okay, gut. Gerne. Ciao. Danke, Entschuldigung. Das